Und dann erzähle ich euch jetzt noch mal was zum Inhalt. Ich bin jetzt kopflos, damit ich das hier ein bisschen besser ausbreiten kann. Ich habe immer ganz oben mein Tarp liegen, weil das eigentlich so das Erste ist, was man so braucht. Ne? Tarp, da habe ich hier Heringe und Schnur drin. Dann habe ich hier mein Beil drin. Das würde ich aber auf Wanderschaften nicht mitnehmen. Das ist eine Sache, die ich hier im Camp brauchen kann. Ich habe meine Isomatte dabei. Und dann habe ich etwas, was ich auch nur im Camp nutze. Mein Stuhl. Ja, den werde ich jetzt mal aufbauen. Ob ich den auf Wanderungen mitnehme? Ich glaube nicht. Wenn ich weiß, es werden längere Abende und man sitzt länger was zusammen, dann ja. Aber ansonsten brauche ich das also nicht. Warum? Ja, also das ist purer Luxus, da kann ich mir Gewicht und Platz sparen. Denn ihr müsst immer dran denken, ich muss ja immer noch ein bisschen mehr zu essen und zu trinken mitnehmen, weil ich ja meine Freundin Lola mit habe. Ne? Und die möchte natürlich auch Futter und Fressen haben. Und da muss ich natürlich den Platz immer für vorsehen. Und das ist natürlich auch mal zusätzliches Gewicht und zusätzlicher Platz. Und dann muss ich mir dann überlegen, ob ich so einen Krempel mitnehme. So, aber ansonsten ist der eigentlich super. Gefällt mir ganz gut. Ja, werde ich gleich auch direkt mal wieder in Beschlag nehmen. Ja, dann habe ich mit mein Esszeug. Da seht ihr. Wunderbar. Und ich habe es endlich mal geschafft, anstelle des Kunststoff-Sporks habe ich mir endlich mal das Ganze aus Titan bestellt. Bei dem gab es immer wieder mal Leute, die gesagt haben oder Bedenken gehabt haben, dass hier diese Zahnung auf der einen Seite ist. Aber diese Zahnung ist wirklich absolut minimal und stört überhaupt nicht. Ist so, als wenn die gar nicht vorhanden ist. Nehme ich mittlerweile zu Hause auch extrem gerne. Warum auch immer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist aber so. So, was haben wir noch mit? Einen Wassernapf für Lola. Ja. Dann habe ich noch mal 1,5 Liter Wasser mit Tasse, die brauche ich gleich. Und dann kommt eigentlich schon mein Schlafsack. Tue ich wieder rein, damit der Rucksack Stabilität hat. Und warum hält das jetzt? Achso. Die Elefantenhaut von der Bundeswehr und die Bundeswehr-Isomatte. Wie mein Schlafsetup aussieht, das ganze Jahr über, da verlinke ich euch nochmal das Video. Ja, ich habe dazu irgendwann mal, ich glaube im letzten Jahr, ein Video gemacht auf dem Hundeplatz, wo ich mal erkläre, wie mein Schlafsetup eigentlich aussieht. Und dieses Schlafsetup verwende ich eigentlich immer noch so in der Art und Weise, wie ich es da vorgestellt habe, weil das hat sich als sehr praktisch erwiesen. Ja, die Seitentaschen, da habe ich jetzt drin meine Gomboy, die ich auch, wie gesagt, also das sind Sachen, solche Werkzeuge würde ich nie auf Wanderung mitnehmen, weil auf einer Wanderung, da habe ich mein Messer. Und mit diesem Messer, ja, kann ich alles tun,
und lassen, was ich möchte. Dann habe ich hier besagtes, wunderbares Erdrich-Kowalski-Messer. Ah, und da habe ich noch eine Bitte an euch. Wenn ihr jemanden habt, der sehr gut Lederscheiden herstellen kann, für relativ kostengünstigen Preis, schreibt es mal in die Kommentare, weil ich möchte gerne eine Lederscheide hierzu haben. Dann habe ich hier mein Feuermacht-Tool und ich habe hier die ganz unten drin die Wasseraufbereitung. Da verwende ich dieses Set von Sawyer mit dem entsprechenden Beutel. Komme ich eigentlich recht gut mit klar. Funktioniert bei mir sehr gut. Kann ich mich nicht beklagen und ist halt wirklich für den Fall gedacht, dass wenn ich auf Wanderungen bin und ich habe mal kein Wasser mehr, dass ich das dann hier schnellstens wieder auffüllen kann. Ist ganz unten, weil halt es seltenst benutzt wird. So, dann haben wir hier ein paar Arbeitshandschuhe drin, mehrere Tempotaschentücher-Packs, falls man mal Toilette muss oder was auch immer. Und diese Paddlinge, die sind jetzt neu. Ich verbrauche den alten Kaffee jetzt und habe hier Paddlinge gefüllt mit wasserlöslichem Kaffee und Trockenmilch. Wollte ich mir auch schon jahrelang bestellt haben, bin aber auch erst jetzt wieder zugekommen. Ja, hier oben in der Reihe habe ich hier Beleuchtung, das heißt einmal diese Campingleuchte. Und auch hierzu einen Tipp. Diese Leuchte hat leider Gottes eine elektronische Regelung. Das heißt, die verbraucht permanent Strom. Wenn die also 3, 4 Monate, 5 Monate bei euch zu Hause rumliegt, ist sie leer. Deswegen habe ich hier an den Batterien einfach einen Kunststoffstreifen reingemacht, damit der Stromfluss unterbrochen ist. Und schon ist das Ganze gut. Meine Kopflampe. Auch eine relativ einfache. Da brauche ich nichts Besonderes. Da habe ich hier noch eine normale Taschenlampe drin und Ersatzbatterien. Ja. Und hier habe ich noch nichts drin. Sowieso ein Tipp, wenn ihr euren Rucksack packt, quetscht ihn nicht komplett bis oben hin voll, weil das ist dann nachher tierisch unangenehm beim Ein- und Auspacken der Sachen. Habt immer noch ein bisschen Luft, dann ist das wunderbar. Ja, der Rucksack verfügt dann hinten im Hauptfach noch über so ein kleines Nebenfach. Da habe ich dann meine Feuerutensilien drin und da würde ich jetzt mal sagen, bauen wir das mal eben auf.